Hallo und herzlich willkommen zu Milans Backwelt. Ich möchte heute einen Bierkringel machen. Und wie ich den mache, zeige ich euch jetzt. Also ich habe heute recht viele Zutaten verwendet für eigentlich einen recht kleinen Teig. Aber ich denke mir halt auch immer, wenn man so Sachen zu Hause hat, dann soll man die schon hernehmen. Und ein bisschen Vielfalt schadet ja jetzt auch nicht. Also, alles in allem habe ich Folgendes benutzt. Hier habe ich mir ein Quellstück gemacht. Das habe ich mir gestern Abend angesetzt und habe es jetzt über Nacht quellen lassen. Da ist jetzt drin 50 Gramm Weizenvollkornmehl, 50 Gramm Roggenvollkornmehl und 50 Gramm Dinkelflocken. Dazu habe ich noch einen halben Esslöffel Anstellgut gegeben und 200 Milliliter von meinem dunklen Bier. Das habe ich vermischt und habe es jetzt über Nacht so stehen gelassen. Dann habe ich mir einen Roggensauerteig gemacht. Das sind jetzt 200 Gramm. Da habe ich 100 Gramm Roggenmehl genommen, 100 Milliliter Wasser und so einen halben Esslöffel Anstellgut. Das habe ich auch vermischt. Habe es jetzt ungefähr 16 Stunden bei Raumtemperatur stehen lassen. Man sieht hier, die Bakterien haben gute Arbeit geleistet. Ist ein hoffentlich triebstarker Sauerteig. Den werde ich jetzt auch als Triebmittel verwenden. Das heißt, in dem Rezept gibt es heute mal keine Hefe. Ich habe mir jetzt noch 150 Milliliter von meinem schwarzen Bier hergerichtet. Hier habe ich 8 Gramm Salz. Und weil ich Sauerteig verwende und ich jetzt nicht möchte, dass der Teig an sich so säuerlich schmeckt, habe ich mir hier noch 10 Gramm Honig hergerichtet. Ach, hier habe ich noch 300 Gramm Weizenmehl. Gut, jetzt gehe ich mal alles zusammen in die Knetmaschine. Mein Quellstück. Riecht richtig intensiv nach Bier. Durch das Anstellgut haben sich hier natürlich auch schon Bakterien gebildet, die den Teig nach oben treiben. So ähnlich wie beim Sauerteig. Durch die Hefe im Bier, die ist natürlich eigentlich kaum der Rede wert, weil sie durch den Alkohol auch gehemmt wird und halt auch schon, ich sage mal, ziemlich am Ende ihrer Kraft ist. Aber ein bisschen was ist ja doch drin. Brauche ich da wirklich keine Hefe benutzen. Dann noch den Honig dazu. Man könnte jetzt auch Zucker nehmen, aber Honig finde ich, da ist einfach die bessere Wahl. Jetzt noch das dunkle Bier. So, das werde ich jetzt von meiner Maschine ungefähr 6 Minuten bei der ersten Stufe vermischen lassen und dann so 4 bis 5 Minuten bei der zweiten Stufe gut durchkneten lassen. So, mein Teig ist jetzt richtig gut durchgeknetet worden. Das war jetzt echt lustig. Ich habe hier den Startknopf gedrückt zum Kneten und dann ruft meine Frau: Hey, du hast doch gesagt, du nimmst 400 Gramm Weizenmehl. Ja, da habe ich mich leider versprochen, also es sind nicht 300 Gramm Weizenmehl drin, sondern 400. Ich glaube, mit 300 dürfte er sehr weich werden. Ich ändere das natürlich im Rezept. Im Rezept steht es richtig drin. Also, das ist jetzt, dadurch, dass ich keine Hefe verwende, baue ich jetzt sehr viel Zeit. Also es ist kein Brot, das man innerhalb von irgendwie 2 Stunden backen kann, sondern da muss man jetzt wirklich sehr viel Zeit mitbringen und dem Sauerteig die Arbeit machen lassen. Jetzt kommt es auch darauf an, wie gut ist euer Sauerteig. Wenn ihr jetzt einen sehr frischen habt, also ihr ihn gerade erst angesetzt habt oder noch nicht so oft damit gebacken habt, dann kann es durchaus sein, dass es jetzt ungefähr 4 bis 5 Stunden dauert, bis ihr ihn verarbeiten könnt. Wenn ihr einen triebstarken Sauerteig habt, der auch schon etwas älter ist, meiner ist schon 4 oder 5 Jahre alt, der hat natürlich Power, da kann es auch sein, dass ich nach 3 Stunden ihn schon verarbeiten kann. Es kommt auch sehr auf die Raumtemperatur drauf an. Wenn es jetzt Herbst oder Frühling ist und bei euch sind es, keine Ahnung, ich sag mal, die Heizung ist nicht an und es sind 18 Grad, da dauert es natürlich noch mal länger, als wenn Hochsommer ist und draußen sind 35 Grad. Also da müsst ihr ein bisschen auf die Zeit achten, da kann ich euch keine genaue Vorgabe geben.
Ich werde jetzt meinen ungefähr, ich schätze mal 2,5 Stunden bis 3 Stunden stehen lassen und dann tun wir ihn weiter verarbeiten. Mein Brot lag jetzt ungefähr 2,5 Stunden. Ist so richtig schön hergegangen. Jetzt werde ich ihn einmal aus der Schüssel tun. Und jetzt wirke ich ihn zuerst mal rund, bringe Spannung in den Teig. Dadurch, dass ich ihn auch ohne Gärkorb hergehen lassen will, brauche ich jetzt ein bisschen Spannung, damit er mir nicht zu sehr breit läuft. So, und jetzt, dadurch, dass ich einen Kringel machen will, muss ich ihn ein bisschen lang rollen. Da drücke ich hier oben, also die Hälfte drücke ich ungefähr flach und schlage das hier so ein. Hoppala. Bisschen mehr Mehl, aber nicht zu viel. So, also ich drücke hier flach, dann schlage ich hier so ein und ziehe es nach hinten. So bringe ich hier nochmal Spannung rein. Dasselbe mache ich hier nochmal, ziehe es auch nochmal nach hinten. Und jetzt rolle ich ihn einfach auf eine gute Größe, damit ich einen schönen Kringel machen kann. Da kommt es natürlich auch drauf an. Also ich könnte ihn jetzt so machen, also ich hätte ihn jetzt auch kürzer rollen können, dann wäre das halt so, da wäre jetzt hier kein Loch. Man könnte ihn jetzt auch länger rollen, dann hätte man auch ein Loch in der Mitte. Auf was man aufpassen müsste, ist eigentlich nur, dass er überall gleich dick ist, denn die Enden hier sind ja etwas dünner, damit es nicht quasi hier zu dick und dann wird es hier immer dünner, dass sowas nicht passiert. Also ich werde ihn jetzt ungefähr so lassen. Das Loch wird man wahrscheinlich nicht mehr deutlich sehen können nach dem Backen. Aber es ist ein Kringel. Was ich noch mache, was ich noch machen kann, ist dadurch, dass ich hier jetzt ein bisschen zu viel Mehl genommen habe, mache ich hier an den Enden nur ganz leicht nass, damit er sich hier schön zusammenklebt. Und nicht, dass ich nachher statt einem Kringel so ein U habe. So, so würde er jetzt aussehen. Jetzt werde ich den nochmal zudecken. Und jetzt kommt es auch wirklich sehr auf euren Sauerteig an. Hier sind halt Ruhezeiten von, oder Gehzeiten von, ich würde mal sagen, 2 bis 6, 7 Stunden ganz normal. Kommt halt wirklich darauf an, wie triebstark euer Sauerteig ist. Also ich will jetzt mal zudecken. Ich schätze mal, bei meinem wird es ungefähr 2 bis 3 Stunden dauern. Aber wenn es dann soweit ist, sage ich euch das natürlich. Mein Brot lag jetzt ganz genau 3 Stunden. Man sieht, das ist richtig schön hergegangen. Das Loch ist auch zu. Jetzt werde ich es ein bisschen einsprühen mit Wasser und werde hier ein bisschen Dinkelflocken verteilen, weil ich die gerne oben drauf haben möchte. Und wenn man hier schon sieht, dass das Brot langsam aufreißt, werde ich es mir noch mal ein bisschen einschneiden. Einfach um so ein bisschen dem Brot vorzugeben, wo es aufreißen soll. Mein Ofen habe ich auf 230 Grad auf Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Wie immer habe ich ein Blech unten drin, auf das werde ich jetzt das Wasser schütten, um Wasserdampf zu erzeugen. Es legt sich nochmal aufs Brot, hält die Kruste feucht und so kann es nochmal ein bisschen aufgehen. Und jetzt tun wir es mal rein. Nach 10 Minuten werde ich den Ofen auf 200 Grad zurückschalten und das Blech mit dem restlichen Wasser wieder herausnehmen. Knapp 50 Minuten später sieht mein Brot jetzt so aus, eine richtig tolle Backfarbe. Ich werde es nochmal kurz absprühen. Von allen Seiten, so glänzt es ein bisschen schöner. Und jetzt werde ich es erstmal komplett auskühlen lassen und dann schauen wir uns natürlich das Pornbild an. So, mein Bierkringel konnte jetzt einigermaßen auskühlen. Jetzt werde ich mir natürlich das Pornbild anschauen. Und natürlich schauen, wie es schmeckt. Jetzt muss man anschneiden. Ich hoffe natürlich wie immer auf eine knackige Kruste.
auf natürlich, dass es durchgebacken ist, ein nicht zu feines Porenbild. Und jetzt lassen wir uns mal überraschen. Kruste ist super, gibt es nicht viel zu meckern. Porenbild super. Schaut euch das mal an. Richtig schöne große Poren. Ah, oh, riecht leicht malzig, leicht nach Bier. Wirklich sehr schön. Natürlich, jeder, der mal Brot gebacken hat, weiß sowas. Große Poren verursachen, dass das Brot schneller austrocknet, weil hier einfach mehr Luft entweichen kann. Das ist jetzt kein Brot, was man unbedingt eine Woche aufheben sollte, aber 2, 3 Tage kann man das schon richtig gut essen. Oh, riecht super. Also ich würde sagen, probiert es mal aus, backt es nach und wie immer, schaut, wie es bei euch geworden ist. Vielen Dank fürs Zuschauen.